herzlich willkommen bei Nicoles Küchen TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix von Ikos Blog das Baguette aus dem Bistro machen. Habe ich mir schon lange vorgenommen, aber irgendwie bin ich noch nie dazu gekommen. Und heute ist es endlich soweit. Ich lese euch die Zutaten vor. Ihr braucht eine Knoblauchzehe, 100 Gramm Gouda in 4 Stücken, 100 Gramm Schmelzkäse, 60 Gramm Schmand, 2 Esslöffel Schnittlauchröllchen und 2 bis 3 Scheiben gekochten Schinken in Streifen. Ich gebe noch Dosen-Ananas rein, weil wir das immer ganz gerne mögen. Und ja, ihr könnt es abwandeln. Also sie hat hier Varianten mit und ohne Knoblauch. Ihr könnt Champignons nehmen, unser Salami, Speckwürfel und Zwiebeln. Aber wie gesagt, ich verlinke euch ja wie immer das Rezept auch in der Infobox. Und dann könnt ihr selber euer Baguette so zubereiten, wie ihr es gerne mögt. Als erstes geben wir jetzt die Knoblauchzehe in den Mixtopf. Achso, ich nehme Sandwichscheiben. Ich toaste die vorher, wo ich dann gleich die Masse drauf gebe. Eine Knoblauchzehe, die zerkleinern wir 4 Sekunden auf Stufe 5. Die 4 Sekunden sind rum. Ich habe den Knoblauch auch eben von der Seite schon untergeschoben. Und dann geben wir einmal den Gouda in den Mixtopf. Ich habe jetzt Mittelalten genommen, weil wir den immer ganz gerne mögen. Und den zerkleinern wir 5 Sekunden auf Stufe 6. Der Gouda ist jetzt auch zerkleinert. Ich schiebe das nochmal eben alles runter. Ich zeige es euch mal eben. Sieht jetzt so aus. Jetzt nehmen wir einmal den Schmelzkäse. Mixtopf. Das waren ja 100 Gramm. 80. Dann werden das wohl 100 sein, denke ich mal. Nee, 95. 100, ja. Und 60 Gramm Schmand. Zwei Esslöffel Schnittlauchröllchen. Ich habe jetzt keine frischen da, ich nehme jetzt die gefriergetrockneten. Und 2 bis 3 Scheiben gekochten Schinken. Ich nehme den dünnen, den Prosciutto oder wie auch ausgesprochen wird, gebe ich mit da rein. Habe ich jetzt allerdings 4 oder 5 Scheiben sogar genommen, weil der ja relativ dünn geschnitten ist. Und das wird jetzt 8 Sekunden auf Linkslauf Stufe 3 verrührt. Die 8 Sekunden sind jetzt auch rum. Jetzt könnte man das theoretisch schon auf die Toastscheiben geben. Ich zeige es euch mal. Sieht jetzt so aus. Ich nehme aber jetzt auch noch Ananas, was ich jetzt dazu gebe. Da habe ich 3 Esslöffel genommen, habe das abtropfen lassen. Das gebe ich jetzt noch rein. Und wir mögen es auch immer ganz gerne etwas schärfer. Da habe ich hier Chilischoten in Öl. Und das ist relativ scharf. Ich gebe da immer so einen halben Teelöffel mal mit rein. Und jetzt werde ich das noch auf Linkslauf kurz vermischen. Ich denke so, mal so 5 Sekunden Linkslauf, auch Stufe, vielleicht nur Stufe 2. Jetzt ist bei mir alles untergerührt. Ich zeige es euch nochmal. Sieht jetzt so aus. Mein Backofen heizt sich jetzt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Meine Toast gebe ich jetzt in den Toaster. Dann beschmiere ich sie mit der Masse und dann gebe ich sie in den Backofen auf meinen Zauberstein. Aber bevor ich sie im Backofen gebe, melde ich mich nochmal bei euch. Meine Toast sind jetzt fertig für den Backofen. Ich habe genau 6 Sandwich-Toast bestrichen bekommen. Sie wandern jetzt in den Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze auf meinem Zauberstein auf der untersten Einschubebene für ca. 10 bis 15 Minuten. Und wenn sie dann fertig sind, melde ich mich wieder bei euch. Mein Bistro-Baguette ist fertig. Ich habe es hier euch mal auf dem Teller angerichtet.
Ich habe auch gerade probiert. Es schmeckt uns super lecker. Wir mögen es ja ganz gerne auch mit Ananas. Ihr könnt es in vielen Variationen machen. Das ist ganz selbst euch überlassen. Und ja, ich wünsche euch beim Nachmachen wie immer viel Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich sage bis zum nächsten Video und bis bald, eure Nicole.